Als Hochburg des Sports hat Düsseldorf bessere Zeiten gesehen. 2002 wurde auch noch das ehrwürdige Rheinstadion gesprengt. Hier hat die Fortuna einst Bundesliga-Geschichte geschrieben. 1979 gewannen die Kicker aus Düsseldorf gar den DFB-Pokal. Und der beste Mann war einmal mehr der Verteidiger mit dem schütteren Haupthaar, Egon Köhnen. Eine große kämpferische Leistung bot heute zweifellos Egon Köhnen. Wie haben Sie den Ablauf des Spiels gesehen? Ja, wie Sie eben schon sagten, es waren zwei ausgeglichene Mannschaften. Und da hat der Glückliche hier gewonnen heute. Der Ruhm der Fortuna ist lange verblasst. Die spielt heute in der vierten Liga. Tiefer ist kein anderer Erfolgsklub gestürzt. Köhnen, die Kickerlegende, kann es noch immer nicht fassen. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Wenn man den Niedergang sieht, kann man das einfach nicht verstehen, dass man zu den Zeitpunkten, wo wir denn sportlich eine gute Mannschaft hatten, dass da nicht entsprechend reagiert wurde. Vom einstigen Mythos blieb eine Mannschaft von Feierabendfußballern, die auf bescheidenem Grund draußen beim Flughafen trainieren. Ein unfähiges Management hat den freien Fall maßgeblich befördert. Aber wo eigentlich waren die Fans, als es ernst wurde und die Fortuna von einer Liga in die andere sackte? Ich glaube, der Schalke geht auch dahin nach Schalke, wenn die Mannschaft Unterstützung braucht. Ich glaube, der Düsseldorfer geht eher hin, wenn die Mannschaft so eh gut spielt, um sich in deren Licht zu sonnen. Der Düsseldorfer liebt nun einmal den Erfolg und spielt ohnehin lieber Golf, als einen Lederball über den Platz zu bolzen.